67% haben wenig oder gar kein Vertrauen in die Medien. Die Art und Weise, mit der der künftige US-Präsident Donald Trump das Weiße Haus erobert hat, hat viele Menschen hier in Deutschland doch sehr überrascht und auch befremdet. Mit Beleidigungen und abenteuerlichen Behauptungen hat er trotzdem die Wahl gewonnen. Ein Erfolg, der unter anderem von der AfD hier begrüßt wurde. Erst gestern hat Parteichefin Petri im MDR mehr Sachlichkeit in der Politik gefordert, obwohl ihre Partei ja ebenfalls gern mal zuspitzt und es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nimmt. Herr Fischer, auch Sie sollten mit Fakten argumentieren und nicht ohne. Harte Tatsachen, das ist es, was die AfD von anderen Parteien fordert. So auch gestern. Thema im Landtag war, so geht Sächsisch nicht. Vertreten sächsische Politiker wirklich ihre Bürger? Einer der Vorwürfe, auf rechte Gewalttaten reagieren die Parlamentskollegen viel heftiger als auf Ausschreitungen von Ausländern, so wie in Nordrhein-Westfalen. Dort sahen 150 Zuschauer vergangenen Sonntag ein Fußballspiel in Jülich. Dort traten 30 Männer in die Sportanlage mit unter ihren Jacken versteckt. Baseballschläger, Eisenstangen und Messer haben auf Mütter und Kinder eingeschlagen und nichts ist passiert. Kein medialer Aufschrei. Den Vorfall gab es, aber die Darstellung von Petri ist falsch. Der mediale Aufschrei blieb erstens nicht aus. Haben auf Mütter und Kinder eingeschlagen. Und zweitens, die Polizei teilt auf Sachsenspiegel-Anfrage mit. Bei dem Vorfall in Güsten bei Jülich sind weder Kinder oder Mütter verletzt noch geschlagen worden. Ein weiterer Vorwurf der AfD, die anderen Parteien, die gucken bei ihr ab. Wenn Sie über die Parlamentsarbeit der AfD-Fraktion herziehen, dann frage ich Sie, wie unqualifiziert die Arbeit Ihrer eigenen Fraktion sein muss, wenn Sie es nötig haben, unsere Anträge, egal ob es um mehr Richter, die Entlastung von Landkreisen, das Schulgesetz geht oder andere Dinge, auch das Burka-Verbot, das offensichtlich sehr intensiv bei Ihnen diskutiert wird, von der AfD zu übernehmen. Doch die angesprochene CDU-Fraktion hat keine der Forderungen übernommen. Die AfD sagt auf Nachfrage, gemeint sei die Landesregierung gewesen. Aber auch hier Beispiel Richter. Die AfD sagt, sie hat schon 2014 mehr Verwaltungsrichter gefordert. Nur, das stand da längst im Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Im Haushalt für 2015 und 16 waren die Verwaltungsrichter dann drin. Sich an Fakten halten, Petri verlangt es von anderen, ein hoher Anspruch. Selbst schafft sie es nur schwer. Aber ihre Anhänger verliert sie damit nicht.